diese molekulare Welt, das, was man nicht sieht und wo man versucht zu verstehen und Dingen auf die Schliche zu kommen, die man eben gar nicht so direkt erfassen kann. Diese Herausforderung hat mir immer Spaß gemacht und vor allem dann, wenn sich Stoffe verwandeln, also wenn irgendwas zu irgendwas sich verändert, das finde ich sehr faszinierend. Ich glaube, die allermeisten Kollegen machen sich sehr viel Gedanken, also gerade im universitären Bereich, was braucht die Welt in den nächsten 30 Jahren und wie kann ich selber dazu beitragen? Denn das sind auch die Themen, die unsere Studierenden interessieren, die meistens im Alter von 20, 22, 25 relativ idealistisch sind und wirklich helfen wollen, die Welt zu verbessern. Ja? Wir sind auf gute Mitarbeiter angewiesen. Wir selber interessieren uns für die gleichen Themen. Ich sag mal, auf die Art und Weise ist das eigentlich eine natürliche Atmosphäre an der Universität, wo man dann speziell sich solche Themen noch anschaut. Also das Forschungsfeld, was jetzt mit meinem Namen verbunden ist, ist das Thema ionische Flüssigkeiten. Da handelt es sich um niedrig schmelzende Salze, die eben in verschiedenen Materialien und Verfahren mit zum Einsatz kommen. Die Technologie der flüssigen Salze ist eigentlich deswegen spannend, weil es Flüssigkeiten sind, die einen äußerst geringen Dampfdruck haben. Das heißt, wenn man einen Tropfen dieser Salze auf den Tisch gibt, dann ist der auch in 1 Million Jahre noch da. Das heißt, er verdampft nicht, er geht nicht in die Gasphase über, wie das mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten der Fall wäre. Und aus dieser Kombination, dass man was Flüssiges hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Eigenschaften hat, die eher so Feststoffeigenschaften sind, wie dass sie eben nicht verdampfen. Ja. Aus dieser Kombination kann man jetzt verschiedene technische Konzepte entwickeln. Die Technologie der ionischen Flüssigkeiten nutzen wir am Lehrstuhl jetzt hier zur Erzeugung und zur Entwicklung neuer Reaktionsbeschleuniger, sogenannter Katalysatoren, weil wenn man solche flüssigen Salze in dünnen Filmen auf Festkörper aufbringt, man diesem Festkörper sehr spezielle und auch einzigartige Eigenschaften über das Salz, über diesen Salzfilm mitgeben. Das heißt letztendlich, dass diese Technologie ionische Flüssigkeiten zu besseren Katalysatoren führt und bessere Katalysatoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie zum Beispiel Rohstoffe effizienter umsetzen, das heißt weniger Abfall produzieren. Wenn man das jetzt auf große chemische Verfahren überträgt, sagen wir mal 100.000 Tonnen Produktion, dann heißt 1% bessere Selektivität zu dem Produkt, was ich herstellen will, 1.000 Tonnen pro Jahr weniger Abfall. Ja? Und das sind genau die Dinge, an denen wir arbeiten. Effizientere Prozesse sparen Rohstoff und vermeiden die Produktion von Abfallstoffen. Also wir sehen hier zwei Modelle von verschiedenen Salzen. Das eine ist ein Modell für Natriumchlorid. Das ist ein Stoff, den jeder kennt aus dem Haushalt. Damit salzt man, würzt man Speisen. Ja? Und die meisten Leute wissen, dass das sehr hochschmelzend ist und genau braucht man 803 Grad, damit Kochsalz flüssig wird. Ja, und wir am Lehrstuhl beschäftigen uns hier mit Salzen, die sehr viel niedrigere Schmelzpunkte haben. Um zu zeigen, warum die niedrigere Schmelzpunkte haben, kann man einfach das mal vergleichen. Die haben nämlich hier solche sozusagen Abstandhalter in den Strukturen eingebaut. Und diese Abstandhalter führen dazu, dass das viel lockerer gepackt ist. Und während das hier fest und stabil steht, das ist jetzt hier so, wenn ich das ja, dann schmilzt das. Deswegen ist der Schmelzpunkt auch so niedrig. Die Fragestellungen, mit denen wir uns als Verfahrenstechniker beschäftigen, kommen, und das ist ein bisschen anders als bei der Naturwissenschaft, aus sozusagen der technischen Anwendung. Das heißt, viele der Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, sind Probleme, die jemand, der solche Verfahren betreibt, im technischen Maßstab hat und darum bittet, ihm zu helfen, die zu lösen. Ja? Die Kreativität, um zu einer besseren Lösung zu kommen, die darf so hoch sein, wie möglich, denn man möchte möglichst schnell zu einer Lösung kommen. Weil bei technischen Fragen dann eben auch immer Geld im Spiel ist. Man möchte mit dem besseren Verfahren billiger produzieren und damit mehr Geld verdienen. Oder aber eben auch die Frage wirklich der Rohstoffeffizienz. Also es ist auch dann natürlich unser Ziel, möglichst schnell das bessere Verfahren zu realisieren, um auch weniger Rohstoff zu brauchen und weniger Emissionen oder Schadstoffe in die letztendlich Umwelt zu entlassen. Ein Nachwuchsforscher, der bei mir arbeiten will, oder ganz wichtig ist mir auch zu sagen Nachwuchsforscherin, denn an diesem Lehrstuhl arbeiten über 40% junge Damen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier arbeiten, müssen vor allem eine sehr große Leidenschaft für das Thema mitbringen. Wissenschaft ist was, was einen 24 Stunden am Tag beschäftigt, mal
mehr oder mal im Hintergrund, aber es ist was, was einen nicht loslässt. Und diese Leidenschaft für die Sache ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, um gute Leistung und auch letztendlich gute Ergebnisse zu erzielen.